Ein steirisches Servus und herzlich willkommen bei unserer Düsenflitz-Home-Story. Ihr wolltet schon immer den sympathischen Partyblitz näher kennenlernen? Dann habt ihr hier und jetzt die Möglichkeit, weil wir verfolgen ihn in den nächsten Tagen live mit der Kamera. Hey Madel, hey! Ihr wolltet schon immer wissen, was der Daniel in seiner Freizeit macht, wenn er nicht auf der Bühne steht? Wir finden es für euch heraus. Hey Madel, hey! So, liebe Leute, jetzt habe ich Daniel endlich bei mir. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ja, hallo Yvonne, danke, mir geht es sehr, sehr gut. Bin ein bisschen im Stress, aber natürlich nur im positiven Stress und freut mich natürlich jedes Mal, wenn ich hier auf so einen Ort wie zum Beispiel hier auf die Ligister Burg zurückkehren kann in meine Heimat, denn da kann man ein bisschen relaxen, ja, und entspannen. Lieber Daniel, weißt du überhaupt, was wir mit dir vorhaben? Nein, leider, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Es ist ja eine Kamera mit dabei. Bitte sag's mir. Wir wollen dich in den nächsten 3 Tagen mit der Kamera begleiten. Ist das okay für dich, Daniel? Na klar, das ist kein Problem. Die nächsten 3 Tage sind eh eingeplant mit Terminen und Terminen. Aber zuerst zeige ich dir mal meine Heimat Ligist und dann machen wir uns auf den Weg. Sehr schön. Hey Madel, hey! So, liebe Zuschauer, im Hintergrund seht ihr das wunderschöne Ligist, was auch zugleich Daniels Heimatort ist. Lieber Daniel, ist das für dich ein Ort, wo du dich wieder entspannen kannst nach einem super Auftritt, wo du deine Akkus wieder aufladen kannst, dass du wieder ganz viel Energie bekommst für deinen nächsten Auftritt? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man manchmal 3-4 Tage unterwegs ist und dann schön langsam wirklich einmal wieder die Akkus aufladen muss, dann ist das der perfekte Ruheort für mich, wenn ich zu Hause bin, bei der Familie bin und einfach nur entspannen kann. Und wie gesagt, die Heimat bedeutet mir sehr, sehr viel und am besten bereite ich mich in der Heimat auf den Auftritt vor. Sehr schön, das hört man gerne. Hey Madel, hey! So, liebe Zuseher, da wir jetzt wissen, dass Daniel seine Heimat sehr liebt, habe ich trotzdem noch weitere Fragen an ihn. Hey Madel, hey! Wie du uns schon bei der Begrüßung verraten hast, werden die nächsten Tage sehr turbulent für dich. Was hast du denn alles so vor? Ja, in den nächsten Tagen stehen wieder einige Pressetermine an. Es steht ein Videodreh an zu meiner neuen Single und dann geht es auch am Wochenende schon wieder auf die Bühne und ich freue mich riesig. Hast du dir dein Leben eigentlich so vorgestellt? Ja, vorgestellt nicht. Ich habe davon geträumt. Es war immer mein Kindheitstraum, Musiker werden zu dürfen. Und momentan kann man es eigentlich sagen, ich lebe meinen Traum, ja, und es macht Riesenspaß. Sehr schön, wenn solche Träume in Erfüllung gehen. Hey Madel, hey! So, liebe Zuseher, wie ihr seht, im schönen Ligist hat es auch zu regnen begonnen. Nun, wir mussten uns einen Unterstellplatz suchen. Daniel, mittlerweile lebst du schon 25 Jahre hier in Ligist. Was sind die schönsten Momente für dich? Ja, es hat eigentlich sehr, sehr viele schöne Momente gegeben. Wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich habe sehr, sehr viele Freunde kennenlernen dürfen. Es waren sehr viele lustige Momente dabei. Und zum anderen natürlich meine 2 großen Hobbys. Der Fußball war ganz, ganz viele Jahre am Sportplatz in Ligist immer mit dabei. Und zum anderen natürlich die Musik, die haben mein Leben geprägt. Bleibt dir eigentlich noch Zeit, dass du deine 2 Leidenschaften besuchst? Beziehungsweise auch ab und zu mit dem Fußball in Kontakt bist? Oder mit dem Musikverein? Ja, leider ist es nicht mehr so einfach, aber wie gesagt, wenn ich mal in der Heimat bin und es steht ein Event an, egal ob beim Fußballverein oder beim Musikverein, bemühe ich mich wirklich, dass ich jedes Mal mit dabei sein kann, weil ich freue mich jedes Mal eigentlich immer, wenn ich meine Kollegen wieder treffen kann. Lieber Daniel, was hältst du von dieser Idee, dass wir deine alten Fußballkollegen und den Musikverein besuchen? Ja, das wäre eine coole Idee. Dann gehen wir es an. Auf. Los! Hey Madel, hey! Wie besprochen befinden wir uns jetzt bei dem letzten Fußballverein, wo der Daniel aktiv als Fußballer tätig war. Daniel, bitte. Hi, Yvonne. Wie findest du das, wenn wir jetzt uns beim Sportplatz befinden? Welche Momente hast du da erlebt in deiner Fußballerkarriere? Ja, ich muss sagen, freue mich riesig wieder, dass ich da bin. Beim UFC Söding, dort wo ich als letztes bewerbsmäßig gekickt habe. Leider sind wir ein bisschen spät gekommen, dass wir die Jungs nicht beim Trainieren zusehen haben können. Die haben eh zurzeit einen extremen Lauf, sind zurzeit auf der Burnplatz 1 und haben deswegen auch sehr viel zum Feiern. Und ich glaube, ich herrsche schon da drin. Ich werde jetzt kurz reinschauen und seine begrüßen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Bekannte noch von mir da ist. Und jetzt gehen wir mal schauen. Ja, super. Wenn du so ein gutes Verhältnis zu deinen Schulkollegen hast, ja, dann bitte ich, dass wir wirklich zu mir holen und dass wir ein bisschen mit dem tratschen. Ja, passt. Ich schau mal noch. Ja. Wir haben jetzt da 4 ehemalige Fußballkollegen da und ich werde jetzt einmal ein bisschen sie ausfragen, von wo sie ihn Daniel kennen. Von wo kennst du eigentlich den Daniel? Ich kenne Daniel schon von klein auf. Wir sind zusammen Schule gegangen, haben in so einem Verein gespielt und haben in der Freizeit eigentlich immer alles zusammen gemacht. Also ist er eigentlich ein guter Freund, ja, von mir. Ja, kannst sagen, er ist auch wie ein Bruder von mir. Sehr schön. Du hast mit dem Daniel eigentlich schon immer zusammen gespielt oder? Ja, auch in verschiedenen Vereinen. Ja, nein, seit der Kindheit haben wir zusammen Fußball gespielt. Zuerst in Ligist, dann hat er nach Söding gewechselt. Ich bin nachgekommen
haben immer gute Gaudi gehabt, haben gute Spiele gemacht, haben oft gewonnen, ab und zu verloren, aber Hauptsache. Also, aber Spaß der Zusammenhalt gehabt. Ist wirklich super zwischen euch und ihr könnt euch ja gegenseitig stützen so und es. Gut miteinander reden. So ist es. Von wo kennst du eigentlich den Daniel? Also, ich war beim Daniel sein Live-Auftritt, Oktoberfest. Dann sind wir zusammen in Mallorca geflogen, da haben wir immer Gaudi gehabt. Bierkönig und so und vom Kicken kenne ich ihn auch. Also auch schon von klein auf her, weil in Söding dann aufgehört hat und wo immer Gaudi. Also ist er eigentlich auch wirklich ein guter Freund, wenn man Freund, das so zusammenfassen kann. Das auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und was sagst du eigentlich zu seiner beruflichen Karriere? Ja, also ich bin stolz das, drauf, dass er so weit gekommen ist. Super, nein, für die ganze Region auch, dass so ein weststeirischer Bauer als League ist. So eine Karriere fast schon hinlegt und so berühmt wird, weil es ist ja nicht nur in der Weststeiermark so, dass er seine Auftritte hat, sondern auch in Deutschland, auch in Kärnten und sonst überall. Also ich finde das echt voll super. Das ist sehr schön. Da gehört auch richtig unterstützt bei jedem Auftritt. Also Daniel, ich muss sagen, du hast wirklich super Burschen hinter dir. Also jetzt kommen die Fragen der Fragen. Konnte der Daniel wirklich kicken? Naja, es geht. Gaudi haben wir immer gehabt. Das Kicken ist nicht so seins. Auch die dritte Halbzeit haben wir immer gewonnen. Ja, kann man lassen. War gut. Die Tore hat er gemacht. Ein paar hat daneben geschossen. Aber war gut. Also ich bin mit ihm gut ausgekommen. Nur in der Kabine war er der Stärkste. Nur am Feld war er immer der Schlechteste, weil er ihm zwei linke Füße gehabt hat. Und dritte Halbzeit hat er halt auch immer aufgezeigt. Ja, also ich habe mit dem Müller immer so gekannt, dass das Styling immer perfekt passt hat, top motiviert war er, aber wenn er gespielt hat, ist halt nicht viel rausgekommen. So, liebe Zuseher, wenn wir jetzt schon einmal da sind bei meinem alten Verein und vier Kollegen von mir da haben, möchte ich natürlich gerne wissen, Jungs, fußballerisch hat es auch passt einigermaßen, oder? Perfekt. Traumhaft, oder? Vorher marschiert vor. Vor. Immer gut. Ohne die waren wir immer aufstiegsgefährdend. Top-Team-Player. Quasi, ja. Also ihr seht schon, Schleimern haben sie immer gut können, meine Freunde, dafür hat es heute eine Party gegeben. Aber wir müssen leider weiter zur nächsten Party. Bis dahin. Jungs, danke. Schön, dass ihr euch einmal wieder gesehen habt. Wir sehen uns mal wieder. Macht es gut und werdet Meister, wie versprochen. Sehr. Wir vom UFC Söding grüßen alle Daniel Düsenflitz-Fans mit einem dreifachen Zidane-Zidane! 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 Hey Madel, hey! So, liebe Zuseher, wir sind jetzt bei Daniels Musikverein angekommen in Ligis. Und ihr werdet jetzt ein wenig überraschen. Ihr hört im Hintergrund Symbol schon ein wenig. Grüß euch! Ja. Hi, ja. So, alle schön freundlich schauen. Schon einer schon stehen. Legen wir auf. Wir tun noch ein bisschen Ausschnitte filmen. Ach so. Du, wir lass dich nicht auffallen. Weißt du, Säule? Der war gut. Der ist doch die eine. Prost auf, ausschütten. Was ist in Ordnung? Ich sehe ihn. Ja, hupsi. Hupsi, sehen Sie. Andi. Ja. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Schön, Sie. Ja, danke. Danja. Also ich spreche jetzt hier mit dem Peter, dem Kapellmeister vom Musikverein Ligist Grottendorf. Peter, wie wir schon gehört haben, ihr wart schon fleißig am Proben. Was für ein Event steht jetzt demnächst an? Ja, wir proben für unser alljährliches Neujahrskonzert. Das findet diesmal am 5. Jänner 2014 statt. Wir würden uns natürlich über sehr viele Besucher freuen und seit Schulanfang, seit September proben wir jetzt dafür. Und das ist wirklich euer größtes Event im Jahr, das Neujahrskonzert? Oder habt ihr mehrere Auftritte im Jahr? Wir haben mehrere Auftritte, viele Ausrückungen, aber zwei Höhepunkte. Jetzt kann man das schneiden. Haben wir im Jahr, das ist unser Dämmerschoppen, den haben wir immer Anfang Juli, und eben das Neujahrskonzert. Wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen, zu dem Musikverein, dass du Kapellenmeister wirst? Weil du bist ja noch relativ jung, also ist das gängig, dass... Ja, ich spiele schon seit... Ich glaube 18 Jahre ungefähr beim Verein mit, habe angefangen also als kleiner Bursch schon. Bin da eingewachsen eigentlich in das Ganze und seit Februar voriges Jahr bin ich jetzt Kapellmeister. Und mir macht das irrsinnig Spaß, da mit den Musikerinnen und Musikern zu arbeiten. Und ja, ich freue mich immer auf unsere Auftritte, dann kann man das alles präsentieren
wofür wir eben das Ganze über proben und üben. Wir sind ja heute mit dem Daniel da und wir stellen ihn ja persönlich den Fans vor, was er so in seiner Freizeit macht. Fehlt der Daniel bei euch? Ja, freilich. Wir sind immer dankbar, wenn er Zeit hat für uns, wenn er vorbeischaut. Aber wir wissen natürlich auch, er ist sehr viel unterwegs. Deswegen verstehen wir das auch. Aber natürlich, wenn er Zeit findet, freuen wir uns immer, wenn er da ist. Was sagst du zu seinem beruflichen Werdegang als Musiker? Ja, super. Er arbeitet sich nach oben und man sieht auch seine Vielfältigkeit. Also ob als Tanzmusiker, als Düsenfritz, der Partyblitz oder hier beim Musikverein. Er deckt eigentlich alles ab oder sehr vieles ab, sagen wir so. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für dein Interview und ich wünsche euch wirklich alles Gute für euer Neujahrskonzert. Ja, danke vielmals. Selina, wie du mitgekriegt hast, der Daniel ist ein Musiker, schon ein berühmter Musiker. Möchtest du das auch gerne mal erreichen? Ja. Was für ein Instrument spielst du da eigentlich? Klarinette. Klarinette. Und das ist wirklich dein Instrument, was dir wirklich gefällt? Und bist auch jede Woche bei den Proben dabei? Ja. Also ich finde das wirklich bewundernswert. Bist du noch relativ jung und dass du wirklich den Ehrgeiz schon hast, dass du das wirklich machst. Also das ist wirklich super. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute. Danke. Wie lange kennst du den Daniel schon? Seitdem ich bei der Musikkapelle. Und ist das ein Vorbild für dich? Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, persönlich mit dem Vater von Daniel zu sprechen. Was sagst du zu dem Karrieresprung in die Musikwelt von deinem Sohn? Naja, der Start war mal nicht so schlecht, sage ich mal, und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und du probst ja oft daheim? Proben, ja, ich schaue mal, dass ich die Noten beisammen habe, dann schaue ich, dass der Daniel mal kurz daheim ist, und dann schauen wir, dass wir es ganz schnell durchproben, und dann natürlich sind wir schon beim Auftritt, und das funktioniert Gott sei Dank immer. War das eigentlich sein Traum, wirklich Musiker zu werden, oder war da schon ein bisschen der Ehrgeiz auch von den Eltern dahinter, das ist ja doch ein bisschen... Daniel, du musst schon noch ein bisschen üben, dass du wirklich einmal groß hinauskommst. Ja, dass er Musik macht, ist natürlich schon super. Das findet man super, da stehen wir dahinter. Dass er jetzt super, da stehen wir dahinter. Ein bisschen überrascht. Aber wenn es so weitergeht, dann passt es unterm Strich auch wieder. Also ist die ganze Familie happy, dass man so einen Sohn hat. Bingo. Hey Madel, hey! So, liebe Zuseher, auch natürlich der Düsenflitz wird mal hungrig. Und da habe ich einen ganz speziellen Tipp für euch. Wenn ihr mal in der Steiermark seid, dann gibt es ein Wirtshaus in Stolhofen, und zwar das Wirtshaus bzw. den Kirch mit Rösl. Und der hat nicht nur eine ausgezeichnete Küche, sondern auch einen ganz wunderbaren Koch, den habe ich jetzt kurz zu mir hergeführt. Und lieber Michi, wir befinden uns da in einem ganz besonderen Raum, und zwar in einem Genussstübel. Das schaut sich an, es schaut wunderbar aus. Was hat es mit dem Genussstübel auf sich, Michi? Ja, hallo Daniel. Das Genussstübel, das ist ein Raum neben der Küche, also neben uns ist gleich direkt die Küche. Jeder, was du isst, kann direkt zuschauen, wie sein Essen zubereitet wird, und da biete ich spezielle Mehrgangmenüs an, sprich kreative steirische Küche, regionale Produkte, und das wird verpackt in einem 5, 6, 7 Gangmenü, wie es der Gast gerne hat. Und das heißt, wenn man da Lust hat, ins Genussstübel zu kommen, dann muss man das vorreservieren, das heißt einfach dich am besten anrufen und dann kann man ein wunderschönes, romantisches Abendessen in mehreren Gängen bei dir genießen. Jawohl, brauchst nur kurz anrufen, vielleicht einen Tag vorher, ist sicher nicht schlecht, und dann werden wir schon was Krasses zusammenbringen. Das wird perfekt. Also ihr hört, das zahlt sich mal aus, bei Michi, beim Kirchen mit vorbeizuschauen. Ich werde mich jetzt stärken, denn danach wartet der Videodreh auf mich. Da seid ihr wieder natürlich auch dabei. Und in dem Sinne, jetzt sage ich noch mal Mahlzeit. Wir sehen uns. Tschüss. Danke Michi für die Einladung. Unser Daniel ist nicht nur ein Musiker, sondern auch ein modebewusster Mensch. Deshalb befinden wir uns jetzt im weststeirischen Einkaufszentrum im Geschäft Zaros. Und auf was er so steht von der Mode her, verraten wir euch jetzt. Kommt's mit, wir zeigen's euch. Hey Madel, hey! Hallo Daniel, schön, dass wir dich hier finden. Servus, grüß dich. Und, was sagst du zu der Mode? Also ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Mode. Ich habe eine riesen Freude damit. Und vor allem freut es mich so sehr, dass ich mit dem Daniel nicht nur einen Freund gefunden habe, sondern auch einen Geschäftspartner. Das heißt, ich darf in Zukunft bei meinen Live-Auftritten die Sachen von Zaros tragen und habe eine riesen Freude damit. Ich finde, mir steht's nicht so schlecht. Wie man sieht, die Mode steht ihm wirklich super. Dankeschön, ganz lieb von dir. Wie schon vorher erwähnt, Daniel trägt ja deine Kleidung. Was ist deine persönliche Meinung? Steht's ihm? Ja, keine Frage. Er wäre, glaube ich, das perfekte Model für Zaros Clothing. Aber ich glaube, seit Terminkalender dürfte er ein bisschen was dagegen haben. Aber ja, schauen wir mal, vielleicht passt es ja mal nächstes Jahr, dass wir im Sommer mal ein Shooting machen. Zusammen. Du hast ja Daniels Karriere schon beobachtet. Was sagst du zu seinem Werdegang? Ja, wenn man das vom Start weg mit befolgt hat, muss man eben ja seine Leistungen groß anrechnen und ja, für die Zukunft einfach viel Erfolg wünschen. Super, sehr schön. Wirklich, danke für euch. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.
Auch ich sage Tschüss hier im Geschäft Zaros und bedanke mich recht herzlich bei dir, Daniel, denn der Düsenflitz wartet schon auf uns. Hey Madel, hey! Wir befinden uns hier im Haus der Musik Meier im Rosendal. Rechts davon steht der Herr Meier persönlich. Herr Meier, wie kommt man auf eine so tolle Idee, ein Musikgeschäft in Rosendal zu eröffnen? Ja, unser Haus gibt es ja schon seit 20 Jahren hier im Bezirk Voitsberg, aber vor 2 Jahren habe ich die einzigartige Idee gehabt und die Gelegenheit, ein großes Musikhaus mit 360 Quadratmetern hier in Rosendal im Mittelpunkt vom Bezirk zu eröffnen. Und wir haben wahnsinnig viele Musiker da und sehr talentierte Leute, wie auch den Daniel, der so Gas gibt und international schon tätig ist, in Deutschland und in Mallorca sehr erfolgreich ist, wo ich ihn auch öfters treffe. Und da zählt es einfach dazu, dass man sagt, ich brauche ein Haus, wo ich die richtigen Instrumente und die Technik bekomme. Also bist du auch ein Geschäftspartner von Daniel und unterstützt ihn fleißig, wie wir auch schon gehört haben. Er hat ein wunderschönes Mikro erstellt bzw. angefertigt für den Daniel. Ja, ich war ein Fan von erster Stunde dabei bei ihm und war da immer begeistert, was er gemacht hat, weil es gibt im Bezirk niemanden, der sein Genre bedient und einfach so, sag ich jetzt, auf den Partybühnen rockt, wie er das macht. Und er ist der richtige Typ und er hat Spaß dabei. Und deswegen habe ich ihn unterstützt und habe gesagt, du brauchst ein Mikrofon, das was jetzt nicht wie diese Handgurke da einfach normal und gewöhnlich ist. Er ist auch nicht normal und gewöhnlich und deswegen braucht er ein richtiges Signature-Mikrofon. Also, tolle Idee, einfach super. Was Daniel nicht weiß, ist, dass wir ihn heute hier überraschen werden. Grüß Gott! Hey, Daniel! Hey! Ja, Ivan, du auch wieder da! Hi! Stefano, ja, grüß dich! Mein lieber Freund, alles wie klar? Geht's? Ja, gut, danke, und dir? Wie war's am Ballermann? Ja, anstrengend. Daniel, ja, servus, grüß dich! Was läuft? Du, erzähl du mir was Neues, ne? Ja, immer das Gleiche. Immer voll unterwegs. Ich hab dein Mikrofon schon vorbereitet. Ja, mich schon gefreut. Mit meinem Mikrofon. Wahnsinn! Gefällt dir das jetzt mit dem Blitzerl? Unglaublich. Ja. Ich hab nur sowas Gescheites gemacht. Ne? Also liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, Haus der Musik Meier. Überraschung und Überraschung. Jetzt mal, wenn ich herkomme, hat er was ganz Neues für mich. Und man trifft da immer Musikkollegen, so wie den Dani von Manuka. Also ich sage, es ist nicht nur ein Musikgeschäft, der besondere Ort, sondern auch ein Musikertreff. Und ich glaube, Stefan, es ist immer lustig bei dir, oder? Du, ich bemühe mich. Das macht super. Jedes Mal Riesenspaß. Aber wenn du schon da bist, du sporst ja schon fleißig, wie ich weiß. Ja, ich bin sehr am Sporen. Wir brauchen einen Welthit, dann kriegst du den Welthit unter den Trompeten. Kannst du dann einmal später was spielen und vielleicht trinken wir ein Glas Kaffee und spielen wir zusammen was. Ja, das wäre natürlich eine feine Geschichte. Probt habe ich nichts, schauen wir, was rauskommt. Die Carbon-Trompete, ein unglaubliches Teil. Wow, geil. Schaut es euch an, liebe Freunde. So schaut sie aus. Also, sie klingt wirklich sensationell. Ob sie bei mir jetzt klingt, das kann ich nicht versprechen. Probieren können wir es auch. So, liebe Leidl, aber bevor ich noch am Üben bin und für euch was spiele, lassen wir jetzt den Meister der Musik höchstpersönlich spielen. Unser Stefan ist ja ein ausgezeichneter, nicht ausgezeichneter, sondern einer der weltbesten Geiger, ja. Und der soll jetzt einmal für uns was spielen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit einem der besten Geiger aus Österreich. Viel Spaß. Es ist soweit, jetzt spiele ich für euch ein paar Takte auf dieser genialen Trompete. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Verzeiht mir die Fehler, schauen, was ich noch kann. Spaß. Wenn man Musiker trifft, da müssen wir einfach ein bisschen musizieren. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir schnell auf einen Kaffee, muss dann weiter. Wir sehen uns hier gleich wieder. Grüß euch, Baba, tschüss. Grüß euch. Baba. Hey, Madel, hey!
Ich habe jetzt hier die drei Mitglieder von den Bergzigeunern, die heute schon fleißig beim Videodreh dabei waren. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, es hat natürlich einen riesen Spaß gemacht, mit Daniel da zu drehen. Hat uns gefreut, dass wir dabei sein haben dürfen. Ein bisschen fertig sind wir, es war sehr anstrengend. Aber jetzt lassen wir den Abend noch gemütlich ausklingen und freuen uns, dass es vielleicht wieder mal ein nächstes Mal geben wird. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein nächstes Mal geben wird. Ihr kennt ja den Daniel schon längere Zeit. Wie ist er denn so abseits der Bühne als Kollege? Der Daniel ist ein super Freund von uns. Wir kennen ihn schon lang und wir wünschen ihm alles Gute weiterhin und dass wir öfter noch seine Videos drehen können mit ihm. Und wir wünschen ihm alles Gute. Was wünschst du ihm, Daniel, so für die berufliche Zukunft in der Musik? Ja, ich wünsche Daniel in Zukunft viel Erfolg bei der Musik. Er ist schon ein langjähriger Musikkollege von uns, was wir auch, und da wünschen wir ihm, die Bergzigeuner, auch in Zukunft viel Erfolg und dass er weiterhin seinen Weg so erfolgreich macht wie bisher. Wie wir schon in den letzten Tagen bemerkt haben, der Daniel hat wirklich sehr, sehr gute Freunde und Kollegen und wir wünschen ihm wirklich alles, alles Gute für seine berufliche Zukunft. Da wir jetzt die Bergzigeuner live da stehen haben, bitte ich jetzt, dass sie uns eine kleine Kostprobe vorspielt. Lieber Reinhard, wir befinden uns jetzt im Fuchsis-Tanz-Denne. Wie findest du das? Heute wird es ja richtig rund gehen in deiner Party-Denne. Findest du das super, dass der Daniel jetzt ein neues Video bei dir dreht? Ich finde es sensationell und es ist eigentlich, wie er immer ist, nicht? Er einmal Freund, immer Freund. Nicht? Er hat angefangen bei uns eigentlich zum Auflegen und er ist eine Sensation und wird es wahrscheinlich als einziger von dir in die große Welt schaffen oder sagen wir so, vom Fuchs in die große Welt schaffen. Also bist du ganz deiner Meinung, dass der Daniel richtig ins Party-Geschäft gehört? Wenn es er nicht ist, wer dann? Er ist einfach der Partykönig der Zukunft, glaube ich. Er ist immer, wenn er da ist, wenn er auflegt, er ist gut drauf, er macht einen Schmäh und es ist einfach alles rund um ihn momentan lustig und voll Gas. Also wünscht ihm alles Gute für seine weitere Karriere. Selbstverständlich, ich wünsche Dani wirklich von Herzen alles Gute und ich bin 1000%ig überzeugt davon, dass er den Weg schaffen wird nach Mallorca. Also ich bedanke mich recht herzlich für das nette Interview. Gern geschehen. Hey Madel, hey! So, liebe Leidln, es ist nun soweit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt dabei. Jetzt vor allem bei den Ausschnitten von unserem Videodreh mit unseren Fans zusammen und bei den ganzen Interviews. Es hat mir riesig Spaß gemacht, dass mir mal die Kamera 2 Tage lang wirklich Tag und Nacht begleitet hat. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen, was ich so mache, wenn ich nicht gerade für euch auf der Bühne stehe. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal beim einen oder anderen Auftritt sehen. Vielleicht kommt es einmal so einfach vorbei in die Steiermark, nach Ligist, dann meldet euch, dann können wir auf ein Getränk gehen und sonst... Ein Geheimtipp von mir, das Video kommt in wenigen Wochen. Hey Madel, hey, merkt euch diesen Titel, mir taugt extrem persönlich sehr gut. Und dann ist es soweit, fliege mit mir in die Heimat, mein erstes Album. Bitte bleibt mir immer treu und wenn der ein oder andere Lust hat, holt euch das Album. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin hinter mir steht, ich werde immer für euch da sein. Danke fürs Zuschauen, sagt euer Düsenflitsch, tschüss und baba